Theater trifft Museum. Schauspielerinnen und Schauspieler des Burgtheaters besuchen ihr Lieblingswerk in einem leeren Museum und erzählen von einer ganz persönlichen Kunstbegegnung. Zu Rubens geht es nämlich hier lang. Deutsch-flämische-niederländische Ecke. Direkt so eine ganz eigene Welt. Auch ein ganz besonderes Licht hier drin irgendwie. Ich hätte auch gerne eine Wohnung mit so hohen Decken. Wenn mein Vater am Telefon unseren Nachnamen buchstabieren sollte, hat er immer gesagt, R-O-B-E-N-S, wie der Maler, nur mit O. Das hat sich bei mir eingeprägt. Und Rubens kommt ja auch aus NRW. Das heißt, bei uns war sein Werk, seine Arbeiten waren bei uns irgendwie immer sehr präsent. Wir haben uns früher manchmal so ein Buch mit seinen gesammelten Werken angeguckt. Das fand ich immer sehr, sehr faszinierend, auch als Kind, weil seine Arbeiten manchmal auch irgendwie ein bisschen frech sind. Das hat mich immer gefallen. Also es gibt so viel zu sehen, was man irgendwie gar nicht erwartet bei so einem klassischen Künstler. Also auch wie dieser Blick, der ist irgendwie interessant. Ist jetzt nicht wie so ein Schulfoto, auf dem man lächelt. Das ist wie so der eine Junge, der zwar gute Noten hat, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ist irgendwie interessant. Ja, eigentlich ganz schön frech, Wahn und Religion so nah zu verbinden. Zum einen irgendwie so dieses Wunder, diese schwebenden Engel, das Übernatürliche und dann diese fast stürzende Frau mit verdrehten Augen und blauer Zunge. Fast schon Actionfilm-reif, was hier abgeht. Nee, es ist irgendwie wirklich unglaublich, so viele aktionsgeladene, unterschiedliche Charaktere in so einem harmonischen Bild. Das Kind, das sich hier versteckt, ist auch süß. Eigentlich total niedlich. Dionysos ist ja auch hier. Medusa. Vorsprechen am Max-Reinhardt-Seminar ging um 8 Uhr los. Das heißt, wir haben uns um 8 Uhr alle versammelt. Die Eingangshalle war wahnsinnig voll. Und es waren tatsächlich so viele Teilnehmer da für das Vorsprechen, dass wir in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Und da mein Nachname mit R anfängt, war ich natürlich in der zweiten Gruppe. Das heißt, ich hatte spontan einen Tag frei und musste mich jetzt irgendwie einen Tag noch beschäftigen. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich auf dem Weg dahin überall diese Rubens-Plakate gesehen habe für die Rubens-Ausstellung eben hier im Kunsthistorischen Museum. Und dann dachte ich mir, da fahre ich hin. Und dann bin ich an diesem Bild hier stehen geblieben. Das hatte ich vorher nämlich noch nie gesehen. Ich finde, es ist ein großartiges Bild. Die vier Flüsse des Paradieses mit so ja, unterschiedlichen Symbolen auch und diese farbige Frau im Mittelpunkt des Bildes, die denn zwar mit dem Rücken zum Betrachter sitzt, aber sich umkehrt, einen über die Schulter ansieht, einen Rubin auf der Stirn. An dem Tag kam es mir jedenfalls so vor, als würde da auf einmal meine Mama sitzen und mir zuzwinkern. Du packst es. Mit dem Rubin auf der Stirn. Nein, das hat mich wahnsinnig berührt. Sie ist die einzige
die eigentlich so einen direkten Kontakt mit dem Betrachter aufnimmt, bis auf den kleinen, schüchternen Engel ganz vorne. Der ist eigentlich noch näher an einem dran. Aber sie, aus dieser Erwachsenengruppe, sage ich jetzt mal, blickt sie einen als Einzige an. Ich finde, es lässt ganz viele, eigentlich alle Fragen offen. Ich hatte mal gelesen, dass Rubens den Auftrag bekommen hatte von irgendeinem Grafen, glaube ich, oder irgendeiner adligen Person, ein Selbstbildnis von ihm einzuschicken. Und dass ihn das total verlegen gemacht hat, weil er sich dachte, das gehört sich doch nicht, irgendwie ein Selbstporträt zu verschenken an eine Person hohen Ranges. Und das fand ich wahnsinnig witzig. Und es ist zwar nicht dieses Selbstporträt, das hier hängt und das auch überall in Wien hang damals als Werbung eben für diese Ausstellung. Aber es hat mich irgendwie daran erinnert. Und dann dachte ich mir, okay, was bedeutet es eigentlich, sich selbst darzustellen? Also ich meine, in einem Vorsprechen, da spielt man natürlich auch Figuren, aber man steht da auch kurz und stellt sich vor und stellt sich irgendwie auch selbst dar. Und ja, ich habe mich einfach gefragt, wie macht man das? Wie macht man das am besten? Und dann, ja, bin ich hingekommen und stand vor dem guten alten Peter Paul und dachte mir, wie bildet man sich selbst ab? Und dann dieses Selbstporträt von ihm, das hier hängt, ist ja auch nur halb typisch. Dann dachte ich mir auch, okay, was heißt das jetzt schon wieder? Was ist halbtypisch? Halbtypisch klassisch. Also zum einen deckt es so die Anforderungen eines klassischen Porträts oder Selbstporträts ab oder eines höfischen Porträts. Und dann hebt es aber auch seine individuellen Eigenschaften stark hervor. Wahrscheinlich gibt es so eine Zauberformel oder sowas nicht. Kein richtig und kein falsch. Ja, hier stand ich jedenfalls. Und habe mich das alles gefragt. Er hat mich einfach nur so angesehen. Schon spannend, dass ich ein Bild so lange halten kann. Ein Selfie. Die Figuren, die ich fürs Vorsprechen ausgewählt hatte, haben mich natürlich auch begleitet. Und das war hier sehr passend, weil zum Beispiel dieses Licht oder auch immer diese Naturelemente, war mir auch so, als hätte Wedekind auf einmal zu mir gesagt, guck mal hier der Wald, das passt doch zu Frühlingserwachen. Mit diesen ganzen, irgendwie so dieser heimliche Treffpunkt der Jugend und was man sich irgendwie alles vorstellt, was da passieren könnte. Das ist hier perfekt eingefangen. So als würden die Engel irgendwie so einen griechischen Volkstanz tanzen. Irgendwie so. Als ich hier dann wieder rausgegangen bin, war ich überraschend gelassen, als hätte ich irgendwie einen kleinen Urlaub gemacht oder so. Ruhig, gelassen, inspiriert.